Wir sind heute in der Wolfsburger Innenstadt unterwegs und wollen von einigen Bürgern einfach mal wissen, inwieweit sie sich schon für ihren Oberbürgermeisterkandidaten entschieden haben. Gehen wir mal los und fragen. Haben Sie sich denn schon für einen Oberbürgermeisterkandidaten entschieden? Es ist noch relativ früh, aber steht bei Ihnen die Wahl schon fest? Ja, ich habe ja geschieden. Von, muss sagen, welche? Müssen Sie nicht, wenn Sie das nicht möchten, dann ist das noch. Ja, ich habe geschieden. Wie haben Sie Ihre Entscheidung getroffen? War das jetzt aufgrund irgendwelcher Informationen, was Sie jetzt im Internet gesehen haben oder in der Presse? Wie haben Sie Ihre Entscheidung gebildet? Ich habe im Fernsehen gesehen und ich habe geschieden ab dem eine Partei. Ne? Und sehr schön. Ich bin ja begeistert. Diesmal gar nichts. Sie werden gar nicht wählen? Nein, heute nicht. Also diesmal nichts. Ich bin Italienerin, oder? Als Italiener kann man auch Deutsch oder nur Italienisch wählen. Also wählen Sie, wenn Sie gar nicht wählen. Ist auch ein Statement, alles gut. Das ist, geht doch. Wissen Sie denn schon, gerade hier in Wolfsburg, wen Sie als Oberbürgermeister wählen? Oder haben Sie sich schon entschieden oder nicht entschieden? Habe ich überhaupt noch nicht interessiert für. Habe ich mich noch nicht interessiert. Kann ich nichts zu sagen. Geht es dann so eher Richtung Bundestagswahl bei Ihnen? Ja, eigentlich ja. Kanzlerfrage wahrscheinlich sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall Kanzlerfrage. Sind Sie denn da schon entschieden oder auch noch nicht? Nee, auch noch nicht. Ich muss erst mal abwarten, wie es noch weitergeht jetzt. Für mich war die Merkel die Nummer eins. Ja, die einen wissen schon sehr genau, wen sie wählen möchten. Die anderen wissen ganz sicher, dass sie nicht wählen werden. Und wieder andere konzentrieren sich mehr auf die Bundestagswahl. Das war's von hier aus der Wolfsburger Innenstadt und zurück ins Studio.